Ich komme aus Brasilien, aus São Paulo. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Anzeige gesehen habe und habe gedacht, da muss ich hin. Das ist ein Stück Heimat. Ich liebe es. Ich finde, Som Brasileiro ist, ist das Wort, das wirklich, es ist nicht nur der Name der Gruppe, sondern ist, ist das Gefühl, das wir vermitteln wollen. Was ist Musik? Was ist Leben? Ich glaube, ich dachte, Leben ist Musik oder so. Oder andersrum? Musik ist Leben, genau das ist. So, dass ich mit dem Stefano, der Perkussionist der Gruppe, uns getroffen haben, uns kennengelernt. Und ich habe ihn gefragt, ob er jemanden braucht, der portugiesische, also brasilianische Lieder singt. Er hat gesagt, ja, er sucht ein paar Musiker zusammen und dann ruft er mich an. Wir beide von hier sozusagen aus Franken und wir wären jetzt da einfach nach Rio geflogen oder nach Brasilien und da hat man am Anfang bestimmt einen rechten Jetlag, einen musikalischen. Y si el negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patica, chica pum, chica pum. Mas a vida vai melhor. A vida vai melhor. Mas eu disse que vai melhor. A vida vai melhor. Mas a vida vai melhor. A vida vai melhor. Danke schön. Ich bin begeistert von der Musik, ganz einfach. Das ist eine gute, ja, eine gute Mischung von der brasilianischen Ader und, sagen wir mal, die Kombination mit dem Deutschen hier.